Wir vergleichen den elektrischen Pelletofen mit dem stromlosen Pelletofen unter drei Gesichtspunkten. Erstens, welcher Pelletofen ist komfortabler? Zweitens, welcher ist behaglicher? Und schließlich drittens, welcher ist effizienter? Unser Vergleich lässt Pellet-Zentralheizungen oder wasserführende Pelletöfen außer Betracht. Kommen wir zu Punkt 1, Komfort. Der elektrische Pelletofen zündet automatisch, während Sie beim stromlosen die Brennkammer öffnen und die Pellets selbst anzünden. Zudem setzen Sie beim stromlosen Pelletofen das Kettenwerk, das die Pellets in den Brennraum befördert, meist mit einer Handbewegung in Gang. Schließlich müssen Sie beim stromlosen Pelletofen besonders darauf achten, die Einfüllklappen zu verschließen. Solange die Elektronik des Pelletofens störungsfrei funktioniert, haben Sie mit dem elektrischen Pelletofen also weniger Arbeit und damit einen höheren Komfort als mit dem stromlosen. Zweiter Punkt, Behaglichkeit. Dank größerer Sichtscheibe und fehlendem Gebläselärm vermittelt Ihnen der stromlose Pelletofen mehr Behaglichkeit und Ruhe als der elektrische. Weiter geht's mit dem dritten Gesichtspunkt. Welcher ist der effizientere Ofen? Die Stromkosten eines Pelletofens belaufen sich pro Heizsaison auf ca. 70 bis 100 Euro, während die Kosten für die Anzünder zwischen 10 und 20 Euro liegen. Hier sparen Sie also mit dem stromlosen Pelletofen pro Saison ca. 60 bis 80 Euro. Je höher der Wirkungsgrad eines Ofens, desto effizienter heizt er. Die höhere Anzahl von Herstellern lässt bei elektrischen Pelletöfen sowohl was den Preis als auch was den Wirkungsgrad angeht, eine große Bandbreite erkennen. Sie reicht beim Preis von ca. 1000 Euro bis über 8000 Euro und beim Wirkungsgrad von knapp über 80 bis über 95%. Die von uns beobachteten stromlosen Pelletöfen lassen diese Bandbreite vermissen, liegen aber bei vergleichbarem Wirkungsgrad etwas höher im Preis als ein elektrischer Pelletofen. Welcher Ofen effizienter und damit preiswerter ist, lässt sich genau, also nur im direkten Vergleich zweier konkreter Angebote feststellen. Eine Aufgabe, die Sie erfüllen müssten. Bei uns liegen deshalb beide Öfen bei Punkt 3 gleich auf. Es gibt also für beide Pelletofenkonzepte gute Argumente. Sie gewichten und entscheiden. Gehören Sie zu den Menschen, die bereit sind, auf mehr Bequemlichkeit zu verzichten, um behaglicher, ruhiger und unabhängiger von der Steckdose zu leben, werden Sie sich für den stromlosen Pelletofen entscheiden. Wollen Sie es bei möglichst geringem Aufwand Ihrerseits aber einfach nur warm haben? Oder soll Ihr neuer Pelletofen nicht das Wohnzimmer, sondern nur den Flur beheizen? Werden Sie einen elektrischen Pelletofen kaufen. Bitte teilen Sie uns im Kommentarbereich Ihre Erfahrungen mit.